Mit Tage voller Sonne starten wir akustisch in diese Übertragung. Herzlich willkommen und guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren aus der Allianz Arena. Von der Sonne habe ich nichts gesehen heute. Es hat geschüttet, Regen ohne Ende. Gestern auch schon, morgen ist es wieder soweit. Aber das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, die ich Ihnen nicht vorenthalten will, es hat nicht geschneit, immerhin. Aber viele von denen, die Sie hier sehen, werden am Wochenende die Skier noch mal auspacken und in die Berge gehen. Da liegen meterweise Schnee. Aber ich sage, Achtung, wenn Sie angezählt sind, sind Sie gefährlich wie ein wilder Tiger. In Bayern müsste man eigentlich sagen, wie ein Löwe. Aber das ist auch gefährlich. Also wir sind gut präpariert, gut gegessen, ausreichend getrunken. Das reicht mindestens für 120 Minuten, vielleicht sogar für ein Elferschießen. Und dann fangen wir mal langsam an, meine Damen und Herren. Ancelotti ruht in sich wie ein buddhistischer Mönch. Man hat das Gefühl, ihn kann überhaupt nichts aus der Ruhe bringen. Und welch ein Unterschied zu Ancelotti. Dünne Beine, Tuchel, große Augen. Immer auf der Suche nach Perfektion. Er möchte endlich was in die Hände bekommen. Noch ohne Titel. Sokratis Papastathopoulos. Er hat es mit den Bauchmuskeln. Aber ich habe ihn schon mal ohne Shirt gesehen. Der ist da gut ausstaffiert. Also das muss eigentlich halten von Sokratis. Die Bauchmuskeln halten. Aus dem Spiel heraus steht der Hummels im 16er und schießt die Bayern in Führung. Das sieht man nicht alle Tage. Er sagt, die rechte Seite spüre ich kaum. Er hat ja Sprunggelenksprobleme und die Muskulatur macht immer wieder zu. Und ich habe das Gefühl, irgendwann muss er zum Dentisten jetzt in den nächsten Tagen, denn er beißt ja ständig auf die Zähne. Ein Wort zu Pierre-Emerick Aubameyang, dem Top-Torschützen der Fußball-Bundesliga, 27 Treffer bisher. Hatte diese eine große Chance in der vierten Minute, da war von ihm nichts mehr zu sehen, kaum Ballaktionen. Tauchte quasi unter einer imaginären Gesichtsmaske richtig gehend ab.